Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, dann können wir hier erstmal uns um die Pferdchen kümmern. Und siehe da, sie sind jetzt auch sauber 31 Monate alt. Reproduktion 90%, das heißt in einem Monat. Also in einem Monat. Ich habe es bewusst Monate gesagt, weil das nämlich da unten steht. Dann bist du bei 62%, okay. Bekommen wir Nachwuchs von den Pferden? Und da freue ich mich schon drauf. Ja, das erste Mal Pferde im LS22 und das erste Mal dann Nachwuchs. Ich habe lang die Pferde ignoriert im LS. Und man kann eigentlich sagen, so gut 1,5 Jahre lang immer wieder ignoriert, bis ich dann mal, ich glaube, in einem Video gesehen habe, dass die Pferde jetzt eben auch Reproduktion haben. Dachte ich mir so, cool, das will ich doch auch mal sehen. Und Tatsache, seitdem habe ich hier in diesem Projekt Pferde. Klar, ich habe nur 2 Stück reingestellt. Ja, aber das passt schon. Ja, wir können auf jeden Fall erstmal den Trecker hier wieder wegstellen. Weil den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Schnäppchenmarkt habe ich ja geguckt. Aber es ist nochmal ein Jungheinrich reingekommen. Ein guter Gabelstapler. Aber brauchen wir ja nicht. Brauchen wir ja nicht. Was aber jetzt bald soweit ist, ist, dass der hier voll ist. Deswegen gucke ich hier nochmal ganz kurz rein nach dem Speichern, wo ich dann den Mineraldünger abgeben muss. Entweder am Bahnhof oder am Hafen. Na, wo kommt er denn jetzt? Mineraldünger am Hafen. Naja, war ja klar. Immer die weiteste Strecke. Immer die weiteste Strecke. Na gut. Das gibt auch noch mal ein bisschen Kohle. Und ich sehe gerade, Diesel wäre auch fertig geladen. Also den schicke ich dann zur Brauerei. Schweinefutter laden. Beziehungsweise Malzfabrik. Ne, braucht man nicht laden. Brauerei, denke ich, wird mehr bei rumkommen. Weil ich muss ja dann auch irgendwie noch über 100.000 irgendwo zusammenkratzen. Beziehungsweise ich kann ja auch schauen, wo es dann ist. Ist ja auch kein Geheimnis, dass wir hier alle soweit zugemacht. Alle Fenster. Also was so locker flockig 1 Million Mineraldünger verkaufen, ist halt auch nicht ohne. Aber das kann auch nicht jeder. An der Mosterei gibt es noch Schweinefutter, genau. Ich gehe gerade so im Kopf Stück für Stück die Produktion durch, wo Schweinefutter eben entstehen. Also aus dem Kopf weiß ich es, die Malzfabrik, die Brauerei, Raffinerie und eben die Mostproduktion. Masterei, besser gesagt. Die 4 Produktionen fallen mir ad hoc ein, wo eben Schweinefutter produzieren. Dann schauen wir mal, wo wir das Schweinefutter dann eingelagert bzw. ausgelagert bekommen. Standorte anzeigen. Ölmühle.
Die habe ich jetzt vergessen, ne? Malzfabrik, Brauerei, Mosterei. Ja gut, dann können wir theoretisch Malzfabrik fahren, Brauerei fahren, Raffinerie fahren und dann aus dem Multisilo holen. Boah, das waren auch einiges an Geld. Heieieiei. Boah, da kam es ein ordentlicher Batzen. Heieieiei. Also es reißt nicht ab. Es reißt halt nicht ab, unsere Strähne. Also von dem Geld, was wir jetzt da haben, können wir lange zehren. Wenn ich jetzt nicht jeden Monat immer direkt was kaufe im Millionenbereich, dann hält uns das locker ein Jahr. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Kartoffeln? Ja, ich glaube gerade im, ja, nochmal im Wenden. Und dann passt das. Jetzt zählt er wieder an. Ich vermute mal, dass er auf der letzten Geraden jetzt gerade ist. Nein. Er ist jetzt im letzten Vorgewende. Boah, knapp daneben. Gerade noch so gut. Und wir müssen an die Raffinerie. So, haben wir auf jeden Fall noch mit dem letzten Schluck hier reingemacht in den LKW. Und mit 140.000 Liter fahren wir hoch zum Fischer und gucken mal, ob wir das alles reinkriegen. Wenn nicht, wir müssen ja eher hochfahren zum Laden. Also alles gut. Und dann höchstwahrscheinlich wieder zum Hafen zum Verkaufen. Und dann haben wir auch erstmal alles verkauft, was ich verkaufen möchte. Erstmal alles verkauft, was ich dann verkaufen möchte. So. Dann haben wir auch zum ersten Mal das XXL-Feld da oben. Das wird auch spannend. Auch sehr spannend sogar. Hier der Kollege kommt uns hier entgegen. Ja, wir werden auch bestimmt irgendwann mal an dem Punkt sein, wo ich sage, Diesel müssen wir jetzt verkaufen. Weil wir einfach so viel haben. Oder so viel brauche ich jetzt gar nicht. Können wir mal in der Fuhre verkaufen fahren. Bin ich echt mal auf den Tag gespannt. Also knapp 100.000 sind reingegangen jetzt in die Produktion wieder, in den Fischer. Also auch zum Beispiel eine Produktion, wo ich nicht viel machen brauche. Also einfach nur Leerpaletten hinbringen, Diesel hinbringen, bitte mach, was du willst. Ist auch cool. Auch eigentlich ein richtiger Selbstläufer, der hat sich bis jetzt bestimmt 3, 4, 5-fach bezahlt gemacht. Die Düngeherstellung, die hat sich ja schon keine Ahnung wie vielfach bezahlt gemacht. Also Sägewerk auch. Also ohne Sägewerk wird hier gar nichts funktionieren auf der Karte. Und ohne die Zeltstofffabrik. Doch, wird schon was funktionieren. So ist es jetzt nicht. Aber ja, das muss halt alles ineinander greifen. Stück für Stück. Dann schauen wir einfach mal, ob das dann auch weiterhin so bleibt.
wird blockiert. Die ist gerade aufgetaucht. Bin ich halt gespannt, was da blockiert wird. Das kann ja nicht nur der im Vorgewende sein mit Kartoffeln. So, ich fahre hier trotzdem einmal noch dran vorbei, wenn wir schon hier sind. Wenn wir schon hier sind, fahren wir einmal kurz durch den Trigger, dass wir hier zumindest ein bisschen Schaden wegbekommen. Muss ja nicht alle sein, Hauptsache ein bisschen. Jetzt holen wir hier einmal ein bisschen groß aus. Mineraldünger laden oder eben Flüssigdünger, und ich möchte gerne den Flüssigdünger laden. Hier laden, natürlich. Einmal hier laden. Jawohl, der lädt es nur knapp 80.000. Dann werde ich heute schon starten. Und dann, wenn er vorne fertig ist, schon mal auf Hof gestellt. Den Rest darf er dann im Silo laden. Beziehungsweise ich fahre noch an die Ölmühle. Nee, machen wir nicht. Wir laden hier jetzt auf. Laden hier komplett noch die Raffinerie leer. Weil die produziert ja auch sehr viel Schweinefutter. Dann haben wir zumindest auch noch einiges am Hof. Ich nehme hier ungefähr die Hälfte. Ich könnte hier Schweinefutter einlagern. Hier ungefähr die Hälfte habe ich dann nachher im Auflieger. Ja. Willst du nicht weiterfahren, ne? Na gut, da das hier nicht so ist, passt mir das jetzt nicht. Also fahren wir nochmal runter. Bin mal gespannt, wie weit es sich das jetzt zieht. Mit diesem fleckigen Wer hat es bis hier vorne hingeschafft? Das gefällt mir ja gar nicht hier, dieses fleckige Angesehen. Jetzt wollen wir das mal hier eben die Spur halten und let's go. Theoretisch jetzt das bisschen hier können wir selber ansehen. Sieht auch cool aus mit diesen Linien, wo wir noch sehen, aber der Rest alles vor dem Rauch. Sieht auch gut aus. So. Einmal heben das gute Teil. Haben wir nur noch einmal hier vorfahren und dann wäre es hier auch somit dann erledigt. Die Kartoffelansaat, die hat uns dann einiges an Sagen gekostet. Puh. War schon Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Kartoffeln so viel Ansaat brauchen. Oder so viel Saatgut brauchen. Das ist ja echt jenseits von Gut und Böse. Na gut. Aber wir sind jetzt auch gleich fertig. Mit der Geschichte. Deswegen kann ich hier schon mal ausmachen.
Aber gut, meine Freunde, das wäre es dann gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.